Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge Ark Survival Evolved, Ragnarok, Aberration natürlich, Entschuldigung. Ich bin immer noch in diesem Ragnarok-Flow drin, weil ich die ganze Zeit Ragnarok-Aufnahmen gemacht habe. Tut mir leid. Heute, weil es jetzt gleich natürlich ein bisschen durcheinander geht, werde ich dazu nicht kommen, diese Vormoderation zu machen. Deshalb mache ich die jetzt allein. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, was ist hier passiert. Wir sind umgezogen. Und jetzt seht ihr, wohin? In dieses wunderschöne, oder an den Rand dieses wunderschönen blauen Bioms hier. Das biolumineszierende Zungenbrecher-Biom. ist relativ gefährlich hier. Es geht, aber noch, es gibt wirklich gefährlichere Ecken. Und man sollte nicht ohne ein Pack Ravagers das runtergehen. Sollte man wirklich nicht. Und auf jeden Fall nicht ohne ein Lichtbringertier, also ein kleines Laternentier, was man sich auf die Schulter setzt. Sei es denn Bulbdog, Scheinhorn, Featherlight oder Glowtail. Irgendeins davon am besten immer mitnehmen, weil wie gesagt, die Nameless, die Namenlosen, die reagieren so ein bisschen allergisch auf das Licht. Und ihr habt dann im Kampf Vorteile, also ihr könnt die schneller platt machen. So, wir sind hierher gezogen, weil es dort unten, ihr seht es vielleicht, das ist dort hinten an der Schräge. Wie erkläre ich das? Ihr habt doch diesen Keil, der dort aus dem Boden ragt und so ein bisschen nach links oben zeigt. Und diese Plattform oder, ja, wie sagt man das? Diesen kleinen Felsvorsprung, wo dieser blaue Baum vorsteht, da wo dieser Keil ist, der aus dem Boden ragt, geht es doch einmal so rechts nach oben hoch und da haben wir massig Metall gefunden. Wir sind ja hier im Anfang Stadtgebiet rumgerannt wie die Bescheuerten und haben gesucht und haben gesucht und haben gesucht und haben kein Metall gefunden. Aber da unten gibt es massig und wir mussten halt nur gucken, dass wir die Namenlosen in Schach halten. Kurz bevor die spawnen, habt ihr auch so ein bisschen, oder bevor die gespawnt sind, beziehungsweise bei euch sind, habt ihr noch so ein bisschen Kampfmusik. Das heißt, das sagt euch dann, okay, jetzt mal bitte aufpassen, jetzt passiert gleich was. Und das hier ist unsere kleine Base, die habe ich mir mit dem Andreas und dem Martin aufgebaut. Jeder hat jetzt hier so sein kleines eigenes Häuschen. Meins ist noch ein bisschen in der Entstehung. Ich habe erstmal Wert auf den Käfig hier unten gelegt, weil ich ja züchten wollte. Der sieht natürlich nicht so doll aus, ich weiß, aber wir haben hier keine Baumod drauf. Ich verzichte erstmal auf Mods komplett, weil ich das irgendwie schöner finde. Ich weiß auch nicht warum. Wie schaust du denn aus? Geil! Ich da wieder hinschmeißen, damit da kein Verdachtfall aufkommt. So, Entschuldigung, jetzt ist so unterm Tisch. Oh Mann, ey. Das sieht ja echt creepy aus, okay. Wenn ihr euch jetzt fragt, ey, wo ist ein Bulli jetzt? Bulli ist wahrscheinlich tot. Ich finde ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er abgeblieben ist. Ich hatte ihn mal auf der Schulter und nach mehreren Kämpfen oder mehreren Stunden Spielzeit ist mir aufgefallen, dass er nicht mehr da war. Und dann habe ich ihn gesucht und nicht mehr gefunden. Ich nehme an, ich habe ihn irgendwann in irgendeiner Panikattacke von meiner Schulter geschmissen. Aber ich hacke ja dann auch immer gerne auf der Tastatur rum. Panisch und weiß nicht, was ich machen soll. Okay, das mal zur Vormoderation. Jetzt geht's los mit dem Gameplay. Kannst du nicht erkennen. Kleine Scheinhorn. Mit Weihnachtsmütze. Ich guck mal, ob ich noch eins finde. Sieht man mit diesen braunen Mushrooms, ja genau. Diesen, Mensch, wie heißen die? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Agravic, genau. Wo läufst du schon wieder hin? Nein. Geh mal nach oben. Jo, ich hab's. Oha, jetzt habe ich Glück gehabt. Hier unten ist ein Rocktrack.
Oh. Genau da, wo ich gerade rumgeschnüffelt habe. Naja, siehst du. Haben wir schon mal eins. Ja. Hopst. Wie süß. Weil jetzt kommt's am Stein nicht weiter. Weißt du, ich versuche mal vorzureiten. Sonst gibst du mal die Hammelkeule. Ich denke mal, sonst wacht er gleich auf. Ach so. Warte mal, ich tue sie dir hier in den Dings rein. Mhm. Bitteschön. Du kannst ja schön ruhig machen. Mhm. Dann komme ich dir wieder entgegen. Oh, Kano, kannst du mir den noch wegfressen da vorne? Ja. Hast du es auf passiv gestellt? Ja. Nicht, dass es mit dem Kampf rennt. Ach, hier sind wir. Am Wasserfall vorne. Hm. Ravager, Hilfe! Bitte, komm her. Kannst du nochmal schnell zurückkommen? Ah, danke. Wir müssen zusammen. Wo ist denn die her? Keine Ahnung, die kam auf einmal angewetzt. Wir müssen zusammen rüber, es hilft nicht. Sonst ist das Scheinhorn. Oh, warte mal. Das werden wir so abholen müssen, das kriegst du nicht rüber durch die Piranhas. Ich werde meinen Bulbdog absetzen, das Scheinhorn aufnehmen und den Bulbdog auf Folgen nehmen, weil die Bulbdogs können wir uns ja immer noch sehen, ja. Den würde ich ja parken lassen und nachher abholen. Weil okay. Folgen, ich denke mal, den werden die Piranhas wegfressen. Ah, siehst du, da sind sie schon. Scheiß Viecher. Wo war er denn? Ach, da. Noch liegt er. Oh ja, kannst du reintun. Dumm. Zack. Warte, schnell rausnehmen, sonst frisst er das weiter auf. Abbrechen, darfst du ihn benennen. Oh, was ist es denn? Männchen. 143. Nicht schlecht, das Level. Ja. Oh Gott, Option, Namen ändern. Marek. Marek. Mein erstes Männchen, juhu. So, jetzt erstmal Scheinhorn wegbringen. Hm. Ich bin hier, ich guck noch ein bisschen rum. Ach, das ist auch so ein Kandidat, der erschöpft ist, glaube ich. Oder irre ich mich vielleicht da? Vielleicht ist lang gehungert. Ja, der läuft ein bisschen sehr langsam. Warte mal, ich... den mal einen Sattel hoch. Nee, der ist nicht erschöpft, dem geht's gut. So. Der ist nur ein bisschen müde. Ja. Cool, ich kann züchten. Ich habe ein Männlein und ein weibliches Scheinhorn.
Ja, was machen wir? Wollen wir da nochmal hin, oder? Ja, ich muss meinen Burgdorf noch abholen. Ja, ne, der steht neben mir. Ist noch da. Ich meinte jetzt mit dem Megalosaurus? Oder wollen wir noch ein bisschen Ravager suchen? Na, ich wollte auch mal so einen Megalosaurus zähmen. Irgendwie. Wenn du Lust hast. Ich sag mal, Martin sagt ja, das sind die Tribes. Also, die können alle nehmen. Sind jetzt nicht seine. Er sagte auch, ja, ich würde trotzdem seine Tiere, einen ja, haben. Dass nicht jeder seine Tiere züchtet. Soll alles genommen werden, was da ist. Ja, ich wollte ja auch mal. Es ist schöner, wenn man einen eigenen hat. Was machst denn du da? Mich mit Fliegen krabbeln. Zu meinem Bulbdog jetzt wieder hin. Da sagst du, ich habe eine Orientierung. Hast du auch. Ist der. Ha? Ich bin eigentlich immer der orientierungslos ist. Ja, mich eigentlich ja, manchmal auch. Aber siehst du, ich war gar nicht so weit weg. Wohingegen du ja meistens in die komplett andere Richtung rennst. So, wollen wir da nochmal hin? Ja. Bloß diese Tausendfüßler, also da nehme ich Abstand. Die haben mich auch schon ein paar Mal nackig gemacht. Ja, die sind böse. Oh, guck mal. Snack. Guck mal, wie die Beine bei dem verdreht sind. Ich weiß nicht, ob so ein Tausendfüßler dich da anspucken kann oder ob man den nur gleich in die Schnauze nimmt. Ich glaube, den kannst du in die Schnauze nehmen und dann ist er auch schon gefechtsunfähig, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob der dich bis hier hoch schon anspuckt. Kann. Achtung, links neben dir sind direkt Pilze. Hier sind rechts Pilze. Ah, hier, guck, hier ist schon so ein... Ich hab schon mal den Atropleura. Den weiß ich jetzt kaputt. Da kriegt es halt. Ich hab das jetzt noch nicht so oft gemacht. Wenn ich das richtig sehe, wenn du die hochnimmst, dann machen die auch weniger Schaden bei dir. Ja. Weil Schaden machen sie immer noch. Und du machst aber auch weniger Schaden, wa? Los. Das sieht schön aus hier. Oh ja. Da war nur Level 44. Das. Hier ist noch einer. Hier hängt noch einer fest. Die wir vorhin gesehen haben. Was ist das da unten? Korno? Ja, nee, das ist ein Megalosaurus hier. Geradezu. Und das? Oder rechts? Das ist ein Rollrad. Sind die Pilze nehmen? Ach, hier ist so ein Atropleura. Die kabbelt sich gerade. Der macht keinen Schaden mehr. Nee, sag ich ja, die machen keinen Schaden mehr. Ich hab das schon mal gesehen, dass eine 4 kommt. Also ganz minimal. Da wo der da gerade steht, sind Pilze. Ich würde den gerne erstmal vorlocken. Kurzer Prozess. Ja, Schlange. Hm?
Sollen wir weiter nach unten laufen und da mal gucken? Da unten? Warte mal, was hat denn der für ein Level da? Eigentlich kriegen wir fast alles weg. Ja, der ist gerade hinter der Klippe da verschwunden. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir nicht zu viel mit einmal. Und jetzt läuft er da vorne. Jetzt ist er gleich wieder hinter dem Stein verschwunden. Mann, ey. Genau, da vorhin schon gesehen. Ich will mal gucken, was der für ein Level hat. 28. Der linke Hand. Ja. Diese... Ach, da sind ja auch noch Pilze, diese... Purpurne, ne? Boah, sieht das toll hier unten aus. Guck mal, da ist ein grüner Megalosaurus. Boah. Warte mal, ich muss mal eben leveln. Level 104. Unten? Oh, ist das geil. Noch dort. Ja. Boah, der wär's ja. Das ist hart. Und muss man erstmal alles wegfressen und den irgendwo an die Klippe locken. Na, am besten hochlocken, direkt in unser Biom rein. Wo es nicht mehr so gefährlich ist. Du musst bloß immer das Leben im Auge behalten. Ja. Geht nämlich nur sehr schnell runter. Achtung, Ravager. Oh, Rockplay. Also, ja. Oh, der Rock Drake kommt zu uns. Level? Weiß ich nicht. Der kommt. Acht. Knapp mich alleine weg. Was? Echt? Welches Level hat der? Acht. Acht? Ah, oh, da ist er, der Megalosaurus. Pass auf, lock mich alles mit einmal an. Ja, ja. Ich werde den Megalosaurus kurz mal anschießen. Falls ich treffe. Pass mal auf, dass Mortimer hier auf Passiv steht. Wirf Drache, komm. Den müssen wir wegmachen. Ja. Der stört hier. Jetzt. So. Dann. Trefft ihr nicht von hier. Warte. Was denn? Bleib mal kurz, ich will mal kurz absteigen. Ich will den mal hier auf. Verhalten. Passiv, okay. Da kann ich nämlich oben absteigen. Ja. Was machen? Ich lock den mal an kurz. Ah, hier sind ja auch noch Ravager. Warte, jetzt kommen die Ravager erstmal. Oh Gott, was ist denn das für eine Bande? Oh, Level 116 war einer. Tja. Der sieht echt schön aus, hä? Ja, der Megalosaurus auf jeden Fall. Aber was macht man dann, wenn wir oben sind? Können wir den nicht von der Klippe hier aus anschießen? Ich meine, wir müssen aufpassen, dass der hier nirgendwo was angreift, wenn wir den locken. Ja, ja. Naja, wir locken den jetzt einfach mal. Oh, kommt er schon? Ja, fast. Soll ich ihn locken? Ja. Hallo, Kollege. Jetzt. Oh, 69 Schaden. Oh, jetzt kackt er auch noch. Lauf, lauf.
Ich weiß nicht wohin. Hier, über die Klippe. Guck mal hier. Ich häng fest. Hier hoch. Ja, links, genau. Kommt doch noch? Ja, kommt noch. Ich bleib doch fest. Warte, du kannst. Du kannst da bleiben. Huh? So, hier ist so ein Käfer. Also ein Antropleura. Ach, deswegen ist meine Rüstung gerade kaputt gegangen. Kommt der mal hier hoch? Wir lassen doch da, oder? Nee, ich meine die Antropleura, die spuckt uns ja jetzt so die ganze Zeit an, deswegen. Ah, nicht weglaufen. Pass auf. Wo sind der jetzt? Unter dir sind die alle beide. Willst du locken? Ich glaube, das weg. So, weg ist die Arthropleura. Oh, jetzt ist hier so eine scheiß Kuh am rumtrampeln. Press mal weg. Das ist das Problem. Der macht mir Schaden hier oben, das ist irgendwie nicht optimal. Warte mal, so geht's. Hast du noch Pfeile? Kannst du mit drauf schießen? Ja. Mal die Bumpelkuh weggemacht. Ja, er kommt rum. Nee, noch nicht. Jetzt aber. Schieß weiter drauf. Geht nicht. Ich bin ja breit. Ja, hier so ein Ergebnis. Weit weg. Jetzt hat er mich. Er hat mich. Halt, kannst du anhalten. Lauf! Da oben ist eine Klippe, guck mal, ob du da hochkommst. Oh, kackt der schon wieder. Immer im Kampf. Ah, der ist hinter dir. Spring runter von der Klippe. Ja. Der kommt immer mit hochgeschmissen. Komm, wir ziehen ihn noch weiter hoch. Geht's noch bei dir? Ja, geht noch. Mach doch mal hier die Nebenlässe weg hinter dir und die zwei. Die was? Oh. Die Affen da. So, da hinten, ja. Nee, ich finde jetzt nicht mehr. Wo ist denn der? Da hinten ist er. Jetzt kommen wir auf die Klippe hoch. Locken noch mal. Jetzt rennt er wieder weg. Komm mal mit. Der rennt weg. Der hat zu viel Torpor. Oh, komm schon. Oh, hier. Ein Scheinhorn. Ja. Das ist deine. Du musst mir mal helfen mit Abschießen, der liegt fast.
Was? Ich bin gestorben. Scheiße. Warum? Warum machst du sowas? Ich weiß nicht. Ich bin verhungert, glaube ich. Ich habe nicht drauf aufgepasst. Mit wem komme ich denn mal? Mit Marek komme ich jetzt mal. Schieß weiter drauf, der müsste bald fallen. Ja, ich treffe nicht da so. Der rennt wie besoffen rum. Ich komm runter, ihr wart ja nicht weit weg. Oh. Ja gut, ich hab ihn getroffen. Aber er rennt doch. Der greift doch nicht an, der rennt einfach nur. Du musst mir mal kurz hier helfen. Ich hab hier so einen namenlosen am. Oh nein, Pilze auch noch. Danke. Oh, jetzt hab ich mein Zeug wieder, okay. Also was der schon vor Pfeile gefressen hat. Gut, ich habe auf viel daneben geschossen. Und solange wie der hier bleibt und nicht die Klippe runterspringt, ist das okay. Wo ist mein Bulldog da unten? Och nee. Scheiße. Bin betäubt. Hast du zufällig Stim, Bernd, was zu essen? Nee. Okay, schieß einfach drauf. Schieß einfach drauf. Ich versuche den noch so zu betäuben. Fast ganz unten. Hm. Und tschüss, ich bin tot. Oder doch nicht? Wow. Ein kleines Witzelchen habe ich noch, aber ich glaube, ich sterbe, wenn ich gleich aufwache. Jetzt geht nämlich der Torbau wieder runter, genau. Jetzt habe ich ein Akku hinter mir. Das ist schön, ich kann aber gerade nichts dran ändern. Oh, pass mal bitte auf meinen Ravager auf. Nein, Ravager nicht! Jetzt bin ich tot, danke. Und mein Bulbdog rennt hinterher. Oh, jetzt ist Marek Flicke. Okay. Den hat er verfressen. Ich werde mir was zu essen mitnehmen. Haben wir hier noch irgendwas? Ja. Ich komme zu Fuß runtergelaufen. Hier ist das blanke Chaos. Ich weiß. Ich verhungere auch gleich. Ich hab was zu essen mit. Nee, ich hab. Was hast du? Ich hab was gegessen, Bart. Pass auf, ja, versuch mal deinen. Happen. Oh, ein Ravager. Den hat er zweimal durchgeschüttelt. Der hängt noch auf Folgen bei deinem. Nein, jetzt ist er wieder da hinten runter. So, wo ist meine Tasche jetzt hin? Wo ist meine Tasche hin? Hast du meine Tasche irgendwo liegen sehen? Nee. Hier liegt deine Leiche. Ah ja, die nehme ich auch zum Glück. Dafür kommen sie wieder. Oh, ich habe kein Licht an. Warte. Pass auf. Ich hatte doch gerade Licht an, oder?
Ah, jetzt habe ich wieder Lichter. Boah. Ich weiß nicht. Was denn? Und der noch betäubt kriegen? Hast du dein Repertoire auf neutral? Ich guck grad mal gleich, aber ich muss ihn erstmal hochheilen. Der hat so viel Leben verloren. Der springt mir gleich weg. Oh, hier liegt er. Echt? Ja, ist betäubt. Oh, geil. Dann. Oder dann tot. Was? Tot? Weiß es nicht. Leg mal ab, betäubt. Ja, betäubt. Oh, cool. Gut, dann, wo seid ihr jetzt? Warte mal, ich muss mal gucken. Da, wo wir ihn gefunden haben. Ich weiß es nicht. Ich muss mich nachher mal runterführen. Bleib mal da. Ich finde euch. Am besten Spike bei uns bauen, dass wir den ein bisschen.